Das können wir schon lassen, weil das ist schon Wildkraut. Und die Distel da vorne können wir auch lassen. Denn auch die ist zumindest teilweise essbar. Aus diesem Haufen wird wohl eine der größten Kräuterspiralen des Niederrheins. Und die ersten Wildkräuter haben sich schon in dieser frühen Phase von ganz allein eingenistet. So soll das gehen. Die Erde schützt sich damit. Also diese Wildpflanzen oder Wildkräuter, die dann wachsen, ist eigentlich ein Schutz der Erde vor Austrocknung und Verwitterung. Als Maike Koppmann das Gelände in Aiken im letzten Frühjahr übernommen hat, erschien es wie eine karge Brachfläche. Was sie mit ihren Helfern hier gemacht hat, pflügen und dann die Natur machen lassen. Schon jetzt hat sie hier gut 150 essbare Pflanzen gezählt. Und das ist erst der Anfang. Allein wenn man jetzt hier die 95 Sträucher und über 20 Obstbäume betrachtet, die dann irgendwann mal wachsen und Früchte tragen, das ist ja also never ending, ne? Kräuter wie Gundermann und Hirtentäschel kamen von ganz allein. Obstbäume dagegen haben sie gepflanzt. Auch die Blätter dieser Linde können sich Besucher später einmal schmecken lassen. Als natürlicher Süßstoff oder als Arznei gegen Erkältung. Und ist eben auch für Bienen gut, ne? Also ist nachher ein Riesen, also bestimmt, weiß ich nicht, tausende Bienen sind dann da drin. Wir bekommen ja dann nächste Woche da 20.000 Bienen. Ein Volk mit 20 Bienen, dann haben die dann auch direkt richtiges Futter hier und können das auch alles bestäuben. Denn auch das soll der Evilpa sein, ein innerstädtischer Lebensraum für Insekten und andere Tiere. Regina und Maja Lin dekorieren heute einen Landeplatz für Greifvögel. Am meisten haben Mutter und Tochter hier aber über essbare Pflanzen gelernt. Ich gehe dann auch manchmal jetzt mit Mama mit und dann gehe ich auch manchmal Kräuter pflücken. Und wenn Mama, und wir kriegen halt auch Hefte von Maike, die macht so Hefte jeden Monat, da sind dann auch Kräuter drin und dann gucken wir halt immer, ob wir die auch bei uns zu Hause finden in der Nähe. Auch André hat seinen Horizont jetzt schon erweitert. In seinem eigenen Garten war derartiger Wildwuchs früher nicht erwünscht. Das sind Sachen, die hätte ich früher in den Müll geschmissen, wie Ackerschachtelhalm, Klee. Oder Giersch, das war bei mir alles im Kompost, habe ich rausgerissen. Das ist ein Ziergarten gewesen. Und dann ist ja, für sie ist das ja Lebensmittel. Ne? Das ist ja Wildkräuter zum Essen. Das wusste ich ja nicht. Für ihre fleißigen Helfer hat Maike Koppmann heute ein Buffet vorbereitet aus Brennnesselcrackern, Gierschtalern, Reispapierrollen mit Distelwurzeln und Tofu-Pickern mit Knoblauchstauke. Geschmack von Knoblauch, identisch. Aber man hat den Atem davon nicht. Also durch die Senfglucoside hat man das Knoblaucharoma, aber eben die Knoblauchfahne dadurch dann nicht. Genau, ist ganz praktisch. Also wir Frauen mögen das total. Der passende Snack für eine Zukunft ohne Mund-Nasen-Schutz, die wir uns alle so erweisen. Scheint Geschmack zu haben. Maike Koppmann ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Wenn man sich diesen Beitrag jetzt anschaut, könnte man fast das Gefühl haben, es gibt gar kein Unkraut. Wir können eigentlich alles essen, oder? Das Wort Unkraut gerne ersetzen durch Beikraut. Oder Delikatessen am Wegesrand. Ja, Sie ernähren sich sogar zu 90% aus der Natur, haben Sie mir vorab erzählt. Gehen Sie überhaupt noch in den Supermarkt? Standardlebensmittel. Heißt? Genau. Kartoffeln. Und was, Öle. Was suchen Sie sich dann in der Natur? Den Rest. Den Rest. Was, sprich, genau. was bereiten Sie sich denn dazu? Was essen Sie denn da? Also jetzt nicht nur Wildkräuter, sondern auch Wurzeln, Blätter der Bäume. Als Salat? Nüsse. Oder geht das auch warm? Ja, geht auch warm, ja, natürlich, genau. Ja, ja. Was geht denn? Auch warm. Pesto oder einen Auflauf machen. Kann man denn da eigentlich auch, bei Pilzen muss man ja schon ein bisschen aufpassen, da kann man ja auch schnell mal so eine giftige Variante erwischen und dann ist Schicht im Schacht. Wie ist das bei Kräutern, bei Wildkräutern? Ja, also da macht tatsächlich die Dosis das Gift. Ne? Also dann über den längeren Zeitraum eben ein Kraut zu sich nehmen, was dann nicht geeignet ist, zum Verzehr geeignet. Aber giftig gibt es so in der Form nicht. Also es ist nicht so, dass man ein Wildkraut, was dann nicht gut zum Verzehr geeignet ist, isst
und dass dann, ja, dass da irgendwas passiert. Okay. Ne? Also ist wirklich die Dosis, aus die Menge dann auch. Dann ist das eigentlich auch was, was so Ihre Vision von diesem Wildpflanzenpark ist, dass Sie den Leuten das beibringen, was kann man essen, was nicht? Ja. Oder was sind Ihre Visionen dort? Ja, also tatsächlich dann nochmal zurück zu unseren Vorfahren. Also, ne? Also die haben fast 3 Millionen Jahre eben wild sich ernährt. Und industrielle Revolution gab es einen Break. Und dann haben wir es nur verlernt, genau. Und dann auch wieder zurückbesinnen, ne? Zu unseren Wurzeln auch. Wildkräuter haben auch eine Geschichte. Die und erzählen uns. Was ist das Tolle daran an den Wildkräutern? Sind die wirklich so viel gesünder? Ja, also die haben eine wesentlich höhere Nährstoffdichte, teilweise bis zu 10% mehr. Und sind gesund, sind saisonal, regional. Ja. Jetzt hat man ja gerade gesehen, es ist alles noch im Aufbau, ne? Aber bald wird es fertig. Was wird da alles stattfinden? Unterschiedliche Veranstaltungen, Kochevents, Kräuterführung natürlich. Dann haben wir verschiedene soziale Projekte, die dann anlaufen. Interkulturelle Feste auch, also dass sich auch verschiedene Nationalitäten dort vorstellen können mit ihrer Kultur. Ja, also Seifen, ja. Ne? Also Öle herstellen, Kosmetik herstellen. Eben aus den Sachen, die dort wachsen. Ja. Sie haben einiges vor. Sagen Sie noch ganz kurz, wann wird es ungefähr soweit sein? Morgen ist Eröffnung. Morgen? Okay. Ja, wunderbar. Okay, da kann man ja dann direkt vorbeikommen. Okay. Ja, genau. Dankeschön, ja. Frau Kopmann, dass Sie bei Sehr uns gerne. Waren. Ja.